Herzlich willkommen. Es ist Freitagnachmittag und ich freue mich unglaublich, dass ihr da seid. Worüber reden wir heute? Das Thema, die Geburtseinleitung. Und in der Tat, darüber müssen wir reden, denn in Deutschland werden 25-30% der Geburten medizinisch eingeleitet. Und die Studienlage ist ein bisschen unterschiedlich, also die Zahlen, die ich dazu gefunden habe, aber auf jeden Fall zwischen 60-75% der Geburten, also die absolute Mehrheit der Geburten, die werden medizinisch forciert, also auch mit venenverstärkenden Mitteln. Und warum müssen wir darüber reden? Weil die Geburt ja eigentlich völlig normal beginnt, und zwar von ganz alleine. Warum sie beginnt, ist schlussendlich noch gar nicht ganz erforscht. Aber was wir wissen, ganz definitiv, die Geburt als solche wird ausgelöst einerseits durch die Mutter und andererseits durch das Kind. Das bedeutet also, wenn wir anfangen, in eine Geburt rein zu manipulieren, indem wir sagen, wir machen eine Geburtseinleitung, manipulieren wir in die Schwangere rein, aber wir manipulieren auch in dieses Kind hinein. Und dafür kann es gute Gründe geben, dass wir anfangen rum zu manipulieren, aber trotz und gute Argumente, aber trotzdem, immer wenn man anfängt, in was eigentlich zwei Menschen zusammen machen, wenn man da anfängt zu intervenieren, hat das natürlich auch immer einen negativen Effekt oder die Möglichkeit eines negativen Effekts. Und deshalb lohnt es sich, wirklich gut anzugucken, welches Argument liegt da jetzt vor, warum ist es sinnvoll, da jetzt rein zu manipulieren, warum ist es sinnvoll, ein Kind aus einem Mutterbauch zu holen, also die Zeit im Bauch vorzeitig zu beenden, auf jeden Fall im Sinne von, die Mutter und das Kind haben zusammen eben nicht diese Geburt für sich gestartet. Eine Geburt rein von der Definition kann ja auch da nicht nur mit Wehen anfangen, sondern eine Geburt kann ja auch mit dem Blasensprung anfangen. Und wir wissen aber, ohne diese Kontraktion kommt kein Kind. Und das heißt, wenn ein Blasensprung zu lange anhält und dann fangen die Kontraktionen nicht von alleine an, ist das ja auch so ein Grund, um diese Geburt einzuleiten. Also, warum ist es irgendwie doof, wenn wir irgendwie rein manipulieren, ohne dass es irgendwie nötig ist? Klar, weil wenn wir da anfangen mit Medikamenten einzuwirken auf diese Schwangerschaft, um Kontraktion auszulösen und wir erzielen eine Wirkung, riskieren wir natürlich auch immer eine Sorte Nebenwirkung. Und das sollte man schon riskieren, wenn man sagen kann, okay, das Risiko für das Kind im Bauch ist deutlich höher als die Nebenwirkungsrisiken, aber das muss wirklich immer individuell und richtig gut abgeklärt sein. Also zum Beispiel ist ja häufig die Ursache für wir leiten eine Geburt ein, dass die Mutter über den errechneten Termin marschiert. Aber was ist denn das Problem dabei? Relativ häufig wissen wir ja gar nicht, wie ist eigentlich der Termin. Und auch dann gilt, dieser errechnete Termin ist ja nur die Mitte einer Spanne, in der irgendwie dieses Kind kommt. Und Kinder sind alle anders schnell fertig und Frauen sind auch unterschiedlich schnell so weit, dass sie gebären wollen. Und da kann man ganz viele Frauen zusammenrechnen zu einer großen Gruppe und dann guckt man so nach einem Mittelwert und das ist ja dann dieser errechnete Termin. Umso ungenauer der aber am Anfang ist, umso ungenauer sitzt auch der Mittelwert, den wir nehmen und umso eher fangen wir an rein zu manipulieren, obwohl wir da eigentlich noch gar keinen Grund zu manipulieren hätten. Nachteil dieser Manipulation, wenn sie eben nicht notwendig ist, ist, dass wir durch diese Geburtsforcierung, durch die Verstärkung der eigenen Wehenkraft, indem wir entweder Kontraktionen anregen, medikamentös, die die Frau eigentlich gerade so noch gar nicht hätte, oder die sie vielleicht in der Qualität, in der Stärke nicht hätte, dass wir dann natürlich der Mutter Stress machen. Und
Die Mutter kann mit Stress umgehen. Das Kind, was da in diesem Bauch sitzt, hat aber einfach auch Stress. Und das versteht da drin ja jetzt mal noch überhaupt nicht, warum ist da dieser Stress. Und wenn wir Mutter und Kind in Stress versetzen, gerade in einer Situation, die ja ohnehin stressig ist, eine Geburt ist immer eine Anstrengung für jede Frau, dann riskieren wir halt eben auch, dass wir die Mutter mit ihrer emotionalen Kraft überfordern oder dass wir das Kind überfordern. Und wenn wir Kinder überfordern, dann passieren immer zwei Dinge. Entweder sie verkeilen sich irgendwie im Becken und kommen nicht vor und nicht zurück, oder ihre Herztöne werden schlecht, oder es passiert eben mal gleich beides. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass dieser überdimensionierte Stress dann bei der Geburt ja auch eine Nachwirkung für später hat. Das sind dann Kinder, die kommen aus diesen Bäuchen heraus und natürlich atmen die und die sind auch rosig und vital, aber die können zum Beispiel überhaupt nicht gut trinken. Das heißt, deren Saugreflex ist total beeinträchtigt. Und das heißt, in dem Moment, wo wir diese Geburt zu stressig machen, haben wir auf jeden Fall den Folgestressabbau hinterher im Wochenbett. Also das ist so das Minimum, was wir haben. Und die körperliche Überforderung von der Mutter ist natürlich, wenn wir anfangen, die Wehenkraft zu forcieren, auch gar nicht zu unterschätzen. Weil eine Frau ist ja dafür gemacht, dass sie Kontraktionen kann, aber sie regelt das ja selber. Sie regelt das, indem sie sich selber mit ihrer Hormonlage Kontraktionen macht. Aber in dem Moment, wo ihr eigener persönlicher Stresslevel zu hoch ist, hört sie ja auf, dieses Oxytocin auszuschütten und dann hört die Kontraktion auch wieder auf. Das heißt, eine normal verlaufende Geburt bringt eine Frau immer an ihren Stresslevelgrenze, es bringt sie aber nie drüber raus. Weil in dem Moment, wo dieser Stresslevel zu hoch ist, hört sie eben auf, Kontraktionen zu machen. Dann sind da Kontraktionspausen da, bis die Frau wieder so entspannt ist, dass sie wieder weitermachen kann. Und das funktioniert eben mit einer medikamentösen Einwirkung nicht, weil die Medikamente, die wirken eben auch dann, wenn Mutters Stresslevel eigentlich schon viel zu hoch ist. Wie gesagt, bei medizinischen Indikationen finde ich, ist es unstrittig, dass man sagt, okay, Kind, wir brauchen dich jetzt aber. Und dann ist es immer sinnvoller, man versucht, das Kind mit einer Einleitung zu kriegen, als man sagt gleich, man holt es mit dem Kaiserschnitt raus, weil das ja auch für die Mutter und das Kind totaler Stress ist. Ne? Also da ist dann der weniger stressigere Weg immer der bessere. Aber es gibt eine ganze Menge Indikationen, die sind einfach keine. Und dazu gehört zum Beispiel Ungeduld. Und dazu gehört Ungeduld von uns Fachpersonal und Orga-Ungeduld. Aber dazu gehört auch Ungeduld von Eltern. Und das ist das, wo ihr ganz viel machen könnt. Ihr könnt wenig an der Ungeduld vom Fachpersonal verändern, außer dass ihr halt die Ruhe bewahrt oder selber gut wisst, es ist kein Grund für Ungeduld. Aber an eurer eigenen Ungeduld könnt ihr was machen. Und ich erlebe ganz häufig, dass Frauen, wenn die da so an ihrem errechneten Termin sind oder die sind über dem errechneten Termin oder es dauert die Latenzphase ein bisschen länger, dass diese Frauen echt Hölle ungeduldig werden. Und es kommt dann auch im Zusammenhang mit, man ist mal irgendwie ein paar Minuten nicht online und dann kommen gleich ganz viele Nachrichten. Ja, bist du gerade dabei, dein Kind zu kriegen? Ich drück dir ganz doll die Daumen oder irgendwelche Sachen. Und damit sind diese Frauen wahnsinnig entnervt. Und dann fangen die an, ungeduldig zu werden. Und dann wollen die, dass ihr Baby endlich kommt. Und wenn dann das Fachpersonal ungeduldig wird und die Mama wird auch ungeduldig, dann ist ja klar, dass diese beidseitige Ungeduld dann auch die Entscheidung fällt. Und dann hat es nichts mehr mit einer medizinischen Sache zu tun, sondern dann wird eingeleitet, weil alle ungeduldig sind. Und das ist in der Tat kein Grund. Der unklare ET ist ja auch echt häufig ein Problem, also der errechnete Termin. Und auch da könnt ihr eine Menge tun. Also ihr könnt zum Beispiel euch nochmal hinsetzen und wirklich gucken, kann dieser berechnete Termin stimmen? Passt das? Und wenn der überhaupt nicht passt, dann ist es wirklich wichtig, dass ihr das gut kommuniziert und dass dieser Termin so genau als möglich bestimmt wird.
so schwierig das ist, aber dass ihr da einfach mit eurem Wissen, denn ihr wisst am ehesten, wann ihr die Kinder gezeugt habt, ne, dass ihr mit diesem Wissen dazu beitragt. Relativ häufig ist auch eine Fehleinschätzung der Größe Grund für die vorzeitige Schwangerschaftsbeendigung oder die Geburtseinleitung. Und da ist es schon immer ganz gut, wenn ihr da eine Hebamme habt, der Hebamme vertraut und in dem Zusammenhang mit passt dieses Kind zu eurem Körper, kann man relativ gut abchecken, mal ganz unabhängig von der Ultraschallgrößenvermessung des Kindes, ist das Baby zu groß für euch oder passt dieses Kind eigentlich zu eurer Größe? Denn das ist schon was individuell ist. Diese Kinder können ja so groß oder so klein sein, wie sie wollen, wenn sie halt ein ganz normales, konstantes Wachstum haben und vor allen Dingen, wenn sie zu eurer Körpergröße passen. Und dann gibt es in der Tat eine Leitlinie, die noch gar nicht so alt ist. Die ist von 20.12.2020, da wurde die veröffentlicht und das ist eine ganz gut erforschte Leitlinie, also die auf sehr vielen Studien basiert, wann gibt es überhaupt einen Grund für die Einleitung. Und auch auf die könntet ihr euch mit berufen, weil wenn nach altem Standard eine Geburtseinleitung gemacht wird, dann hat es eben wenig mit Medizin zu tun, sondern eher mit einem angsterfüllten Erfahrungswissen. Denn eins ist auf jeden Fall klar, die viele Einleitungen, die aufgrund des geburtshilflichen Teams angestoßen wird, die kommt, weil wir alle nicht wissen, wie lange funktioniert diese Plazenta in diesem Bauch. Und normalerweise, das ist nicht so, dass die Plazenta von jetzt auf gleich, so wie man macht eine Tür zu, dann funktioniert sie nicht mehr. Das ist ja üblicherweise ein schleichender Prozess. Aber wir können das alle nicht abschätzen. Und es gibt keine guten diagnostischen Möglichkeiten, um rauszukriegen, ab wann reicht jetzt die Plazenta-Kapazität nicht mehr. Und weil da einfach alle Angst haben, wird aufgrund der persönlichen Angst relativ häufig zu einer Einleitung entschieden. Und für alle, bei denen das gut geht, ist super. Aber für alle, bei denen das nicht gut geht, ist es natürlich wirklich doof. Und man weiß nie, auf welcher Seite der Statistik man steht, während man so eine Entscheidung fällen muss. Das ist natürlich völlig klar. Aber was ihr immer tun könnt, ist eine richtig gute Vorbereitung auf die Geburt zu machen. Denn die gute Vorbereitung auf die Geburt ist ganz in echt auch die richtig gute Vorbereitung bzw. Prophylaxe, dass gar keine Geburtseinleitung nötig ist. Und deshalb glaube ich, lohnt es sich darüber zu reden, deshalb lohnt es sich darüber auch prophylaktisch zu reden, es lohnt sich darüber auch im Nachhinein zu reden, wenn man eine Einleitung hatte. Denn ihr habt ja einen Impact, also ihr könnt was dazu tun und wenn ihr vor der Geburt steht, könnt ihr Prophylaxe betreiben und wenn ihr nach der Geburt steht, dann könnt ihr ja diesen Stressmoment, der da einfach so gekommen ist, wieder abbauen. Und dann könnt ihr das einfach wieder heilen, was da passiert ist. Also die gute Geburtsvorbereitung ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und dazu gehört, dass ihr wahnsinnig genau wisst, wie bewegt sich euer Kind. Wie sind die typischen Bewegungsmuster? Weil das ist wirklich das aussagekräftigste Anzeichen, wie geht es dem Kind. Da seid ihr viel besser als alle technische Errungenschaft, die wir haben. Und wenn das gemeinsam angeguckt wird, die technischen Messwerte und euer Wissen über dieses Kind, dann kommt man auf jeden Fall zu einer guten und sicheren Entscheidung. Was wir auch wissen, ist, dass wenn Frauen Angst haben oder die Partner dazu haben Angst, dass in dem Zusammenhang die Geburten auch nicht losgehen. Und das bedeutet, dass alles, was euch Angst macht, muss beseitigt werden. Wenn es irgendwelche Sachen gibt, die euch erschrecken, bedrohen und so weiter,
Die müssen auf den Tisch, die muss man sich ganz bewusst vorher angucken. Und es gilt auch für die Partner, weil es hat überhaupt keinen Sinn, wenn Partner so tun, als wären sie angstfrei und dann laufen sie mit euch rein in diese Entscheidung, soll man einleiten, ja oder nein, oder sie laufen mit euch rein in die Geburt, soll man dort irgendwie jetzt die Geburt forcieren, ja oder nein, weil wenn die mit Angst euch helfen sollen, eine Entscheidung zu fällen, dann werden die euch keine guten Ratgeber sein. Und alles, was euch Angst macht, das müsst ihr unbedingt vorher klären. Und auch mit allem Selbstbewusstsein. Es ist nicht schlimm, wenn werdende Eltern Sorgen haben, wenn werdende Eltern Ängste haben. Das ist eigentlich völlig logisch, weil normalerweise hört man von Geburten ja auch nur Horrorstories. Und da ist natürlich ganz viel Angst in diesem Gehirn, ja. Weg damit. Die meisten Geburten laufen richtig, richtig gut und ihr habt so viel Schlüssel in der Hand, mit denen ihr Türchen aufschließen könnt, die so eine Geburt gut machen, dass ihr echt keine Angst haben müsst. Aber wenn, dann auf den Tisch damit, dann darüber reden, weil das ist richtig wichtig, dann bremst ihr nämlich nicht die Geburt. Fit werden für die Geburt ist auch richtig wichtig, denn auch Bewegung macht ja erstmal, dass Kinder überhaupt diese Geburt in Gang bringen und Bewegung macht natürlich, dass die Kinder kommen. Und die, mit der Ernährung könnt ihr da auch echt eine ganze Menge tun. Also umso mehr ihr euch ernährt auf in Richtung, wir machen jetzt einen Hochleistungssport, umso besser kann sich euer Körper auf diese Geburt auch vorbereiten. Das heißt, ihr macht mit der Ernährung auch eine gute Vorbereitung. Und dann Geduld haben, Vertrauen haben, euch klar machen, dass dieses Kind im Bauch seinen Lebensraum hat. Und das Abschied nehmen von diesem geborgenen, beschützten, wunderschönen Lebensraum ja auch ein Riesensprung ist für dieses Kind. Niemals mehr wird es so einfach lernen können, niemals mehr wird es so behaglich sein, niemals mehr ist das Leben so unbesorgt wie jetzt in diesem Bauch. Und da rauszukommen und sich da überhaupt reinzuwagen, das ist auch natürlich für das Baby ein ganz großer Sprung und da braucht ihr Geduld und Vertrauen auch haben, dass euer Kind auf jeden Fall diesen Sprung machen wird. Genauso wie ihr diesen Sprung in Richtung Geburt auf jeden Fall tun werdet, so wird euer Kind das auch tun. Und das ist wirklich die elementar wichtige Vorbereitung. Kommt es jetzt dann doch zu einer Geburtseinleitung, dann ist natürlich die Methodenwahl irre wichtig. Und es gibt ganz unterschiedliche Methoden, um eine Geburtseinleitung zu machen. Immer habt ihr aber Anspruch auf eine richtig gute und umfassende Aufklärung und da muss drin sein, warum wird überhaupt eingeleitet, warum wird nicht mehr gewartet. Es muss dabei sein, warum wird welche Methode angewendet und was ist deren Nachteil und der Vorteil im Vergleich zu anderen Methoden. Und immer braucht ihr eine ausreichende Bedenkzeit. Nur dann ist die Aufklärung richtig. Und sie ist wirklich nur dann eine seriöse Aufklärung für euch, wenn da jetzt nicht mit Angsttriggern gearbeitet wird. Also so ein Beispiel, was mir immer wieder begegnet, was mir die Frauen erzählen, dass ihnen gesagt wird, ja, wir müssen jetzt aufklären, weil vielleicht stirbt dann ihr Kind im Bauch, wenn wir das nicht tun. Das ist natürlich keine Aufklärung, sondern das ist Angstmacherei. Und keine Frau will, dass ihr Kind im Bauch stirbt. Logisch wird dann jede Frau dazu auch Ja sagen. Aber Aufklärung geht, dass man wirklich den euch erzählt, warum haben wir die Idee, warum haben wir Sorge um das Kind, was ist da in unserem Kopf und welche Möglichkeiten gibt es, um dieser Sorge zu begegnen. Und klar, wir werden euch immer aufgrund von statistischen Erfahrungen aufklären, das hat nie was mit euch als individueller Person zu tun. Das ist auch logisch, weil wir ja noch nicht wissen, wie das bei euch laufen würde, wenn wir warten oder wenn wir nicht warten. Aber wir können euch schon so aufklären, dass wir euren individuellen Bedarf und eure individuellen Anforderungen, dass man die auf jeden Fall mit einbezieht. Nur dann kann die Entscheidung auch gut sein.
Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt einmal die mechanischen Möglichkeiten und einmal die medikamentösen Möglichkeiten. Mechanisch bedeutet immer, dass man versucht, an diesem Muttermund so zu manipulieren, dass durch diese Manipulation das Prostaglandin, also euer körpereigenes Prostaglandin, ausgeschüttet wird in noch höherer Dosis, als ihr es ohnehin tut, und dass über diesen Effekt die Geburt in Gang kommt. Relativ häufig gemacht, erfahre ich jedenfalls von euch Frauen, wird, dass da die sogenannte EIPO-Lösung gemacht wird. Und das machen meistens schon die Gynäkologen während der Vorsorge in der Praxis. Da wird dann in diesem Muttermund rumgeprökelt und dann versucht man, diese Eihaut von dieser Gebärmutterwand zu lösen. Das gehört zu den Einleitungsmethoden, aber ist sehr umstritten, weil für die Wirksamkeit gibt es im Prinzip keine gute Datenlage. Aber was man ziemlich genau weiß, das tut den meisten Frauen ziemlich weh, das macht auch massiv Blutung, wenn man da an diesem Muttermund rumprügelt mit den Fingern, und es bringt nicht unbedingt die Geburt. Auch das gehört zur Einleitungsmethode, die man wirklich nur dann machen sollte, wenn es wirklich sinnvoll ist, wenn man wirklich einen Grund für eine Einleitung hat. Und auf keinen Fall müsst ihr sowas tolerieren ohne einen Grund und ohne Aufklärung. Und ihr solltet da auf jeden Fall zustimmen. Ansonsten ist sowas einfach so gemacht, ist einfach Körperverletzung, ne? Und das solltet ihr euch auch immer gegen verwehren. Zu den mechanischen Methoden gehört unter anderem aber auch eine Methode, die man ganz gut einsetzen kann, wenn man einleiten muss. Der Muttermund ist noch unreif, wir nennen das, der ist überhaupt noch nicht wirklich geburtsbereit. Das ist so ein sogenannter Ballonkatheter. Und das klingt jetzt ein bisschen drastischer, als es ist. Da wird so ein kleiner Katheter in den Gebärmutterhals gelegt und dann wird so ein Ballon, so ein winziges Bällchen aufgepustet. Und durch dieses Bällchen, was da aufgepustet wird, kriegt dieser Gebärmutterhals eben einen ständigen Druck. Und dadurch wird das Prostaglandin ausgelöst und die Geburt soll in Gange kommen. Und wenn die Geburt in Gang kommt, dann geht ja der Gebärmutterhals weg, der Muttermund geht auf und irgendwann fällt dieses Bällchen aus euch raus und dann ist es weg. Zu den mechanischen Methoden würde ja zum Beispiel auch gehören, dass man die Fruchtblase eröffnet. Und das macht man aber natürlich nur bei einem ganz, ganz reifen Muttermundsbefund oder schon unter der Geburt, wenn es da zum Stockeln kommt. Und den Effekt, den man eben da hat, ist, dass wenn diese Fruchtblase, die vor dem Köpfchen ist, wenn die weg ist, kommt dann dieser harte Kopf direkt runter auf den Muttermund und der drückt dann auf den Muttermund und bringt damit diese Prostaglandin in Gang oder dann halt später auch das Oxytocin. Also das ist die mechanische Reizung, die da ist. Und deshalb bringt auch euer Spazierengehen vorher einen Effekt. Natürlich nicht so doll wie wenn wir da die Fruchtblase eröffnen, aber auch da diese Bewegung stopft eben dieses Köpfchen nach unten und durch dieses nach unten drückende Köpfchen wird eben auch dieser untere Bereich der Gebärmutter stimuliert und ihr werdet damit zum Prostaglandin-Anregen motiviert. Na? Ohne aber jetzt mit einer Gewalt, sondern eben über die ganz normale körperliche Betätigung. Ja, und dann gibt es natürlich die medikamentösen Methoden und da gibt es zwei unterschiedliche hormonelle Arten, die eingesetzt werden. Und das ist immer abhängig von dem, wie ist eigentlich der Muttermundsbefund. Also wie weit seid ihr eigentlich in der Vorbereitung auf die Geburt körperlich? Ist es alles noch richtig unreif, braucht man irgendein Medikament, das Prostaglandin enthält. Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Da gibt es Gele, die man legen kann. Da gibt es Tabletten, die man essen kann. Im Prinzip alle mit der gleichen Wirkung. Sie schütten euch Prostaglandin ein und über dieses Prostaglandin wird der Muttermund reif. Und natürlich alle auch mit den gleichen möglichen Nebenwirkungen, dass es einfach damit eine Überstimulation gibt und damit die Wehen echt ganz schön heavy werden. Beim einen Präparat mehr,
beim anderen ein bisschen weniger. Ne? Das ist da einfach immer da. Und die zweite Möglichkeit, die funktioniert aber eben nur dann, wenn der Gebärmutterhals schon richtig reif ist, der Muttermund schon geöffnet ist, also wir brauchen nicht mehr Prostaglandin, dann kann man mit Oxytocin-Tropf einleiten. Und so ein Oxytocin-Tropf hat eben den Vorteil, dass man ihn ganz niedrig dosieren kann und man kann ihn auch schnell wieder ausstellen, wenn er dann irgendwie zu hoch dosiert ist, und dann hört er relativ schnell auch auf zu wirken. Das geht aber, wie gesagt, nur abhängig vom Befund. Also man kann nicht sagen, okay, ich brauche eine Einleitung, ich will jetzt so einen Oxytocin-Tropf. Das hat überhaupt keinen Effekt, wenn diese Reifung der Gebärmutter noch gar nicht da ist. Ein sehr beliebtes Hausmittel sind in der Tat dann auch diverse Rezepte an Rizinus-Cocktails. Und dazu will ich auf jeden Fall noch was sagen, weil Rizinus wirkt in der Tat auch auf die Prostaglandinbildung, also für auch auf den unreifen Muttermundsbefund. Es wirkt aber eben auch anders als diese Prostaglandin-Gels und Tabletten, die man offiziell zum Einleiten nimmt, eben auch auf den Darm und die sonstige glatte Muskulatur und regt die zur Kontraktion an. Das heißt, neben den klassischen Nebenwirkungen, die Rizinus damit halt auch hat, die gleichen wie alle Prostaglandin-Gels auch, dass es eine Überstimulation der Gebärmutter gibt mit zu starken Wehen und den entsprechenden Folgen, macht es ganz, ganz häufig auch wirklich rasenden Durchfall. Und damit führt es zu einem extrem hohen Elektrolytverlust. Und wenn uns klar ist, wir müssen aber ja in eine Geburt, wir müssen einen Marathon laufen und wir fangen das an mit einem hohen Elektrolytverlust, dann ist es wirklich auch keine richtig gute Idee. Neben dem, dass es, wie gesagt, die gleichen Nebenwirkungen eben auch hat, wie die klassisch klinisch eingesetzten Prostaglandine. Insofern würde ich euch ganz dringend mitgeben, bereitet euch immer gut auf eine Geburt vor, aber lasst bitte die Finger weg von Rizinus. Wenn sowas gemacht werden kann, dann wirklich nur im klinischen Setting mit der entsprechenden Überwachung, mit der Möglichkeit, Elektrolyte bei euch ganz schnell wieder aufzufüllen, wenn ihr sie denn tatsächlich verliert, oder auch schnell zu reagieren, wenn über Rizinus eine Überstimulation der Gebärmutter ausgelöst wird. Weil diese Prostaglandine mit ihren Nebenwirkungen werden deshalb eben im klinischen Setting nur eingesetzt, damit man reagieren kann, wenn es doch zu einer Überstimulation kommt. Und das ist dann auch richtig wichtig. Also, bitte Finger weg von irgendwelchen Cocktails, und egal wie sie gemischt sind, die sind auf jeden Fall nicht ungefährlich. Ja, und wenn eingeleitet wird, dann gebe ich euch auf jeden Fall folgenden Rat ganz unbedingt mit. Macht es mit einer guten Visualisierung. Ihr entscheidet euch dafür ja hoffentlich aktiv, ihr seid aufgeklärt, es gibt einen medizinischen Grund, der euch eingeleuchtet hat. Und dann ist es gut. Dann redet mit eurem Kind, visualisiert euch dieses Kind, versucht das Kind gedanklich und emotional mitzunehmen auf diesen Weg und nutzt alle Entspannungstechniken, die ihr habt, um auch dem Kind den Stress zu nehmen, der dann kommt. Und wenn es denn dann so ist und es gab einen richtig guten Grund, dann nutzt ihr bitte dieses Wochenbett doppelt gut. Nämlich dazu, dass ihr diesem Kind die Nachbrütezeit zusätzlich schenkt, die ihr ihm im Bauch geklaut wurde. Und Nachbrüten heißt dann wirklich dieses Kind ganz eng zu euch rannehmen, dem Kind wirklich den Stress abzubauen, den es hatte, und ihm einfach nochmal die paar Tage Zeit zu geben, sich wirklich zu berappeln, aber wirklich ganz eng an euch, ganz nah an euch, mit ganz viel Geduld und ganz viel Fürsorge. Und wenn ihr das tut, wenn ihr diese verlorene Zeit für euch beide dann im Wochenbett intensiv nachholt, dann wird auch
eine Einleitung im Nachhinein richtig, richtig gut. Ja, das ist so das, was ich euch unglaublich gerne mitgeben wollte zur Einleitung. Genießt diesen Abend. Genießt diesen 17. Türchen, was wir schon eröffnet haben. Ich freue mich auf euch.